Vor allem gucken wir mal, ob er es heute auch wieder durchhält. Aber es sieht gut aus. Platziere per Handscanner. Achso, ein Außenposten. Das ist schon alt. Wir machen nur einen kleinen Trip nach Göttingen. Göttingen? Was gibt's da denn? Außer Göttinger. Oh Gott, sieht das aus, ne? Das ist einfach schon Hammer. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was wir noch zu erledigen haben. Ich habe keinen Plan. Vor allem. Genau, und dann. Wie Mission. Also. Das sind jetzt die, wo wir schon gemacht haben, ne? Barrett ist unversehrt in die Loge zurückgekehrt und hat mir angeboten, sich mir auf meinen Reisen anzuschließen. Und das haben wir ja geregelt. So. Guck mal, kann man das alles anmachen? Nee. Das können wir eigentlich alles noch machen, ne? Wenn wir schon mal da sind. Oh, hier, Cappuccino brauchen wir auch noch. Ah ja, das ist der Notruf, genau. Außenposten. Barkeeperin, genau. Das müsste hier sein. Zeig mal. Ah ja. Oh, da kann man sogar. Ranzoomen. So, reisen. Gehen wir mal gucken. Alter, hast du das Xbox-Event gesehen am Sonntag? Das war ja der absolute Hammer, ne? Da haben sie es ja mal richtig übertrieben. So rausgehauen haben die, ich würde sagen, noch nie. Ja, kurz. Du hast mal Hallo gesagt und dann warst du wieder weg. Deswegen wusste ich nicht, ob du es geguckt hast oder. Ja, doch, du warst später nochmal drin, ja. Stimmt. Also hast du alles gesehen, ne? Waren da geile Sachen dabei, ey. Also da könnte man echt durchgehend zocken, wenn das alles rauskommt. War das Event über mit da? Ja, okay, gut. Sehr gut. Sehr gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was. Ja, ich denke halt immer, wenn die Leute nicht in den Chat schreiben, dass keiner da ist. Und du warst der Einzige, der geschrieben hat, das so ab und zu. Hab dann gesehen, es waren 33 Zuschauer. Alter. Warum schreibt da keiner? Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in Ja, genau. Atlantis. Nachdem TDU so ultimativ lief. Also sowas, ne? Also die Demo geht ja noch bis 16., glaube ich, ne? Bis Sonntag. Aber ich habe nicht den Drang, da nochmal reinzugucken irgendwie. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht so. So, hatte nicht gedacht, dass so. Oh Mann, das solltest du nicht persönlich nehmen. Sowas sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. So einen großen gelben Sack. Hey, komm runter, dann mach's dir gemütlich. Findest du nicht, um das Spiel da reinzupacken? Du kannst gern so lang bleiben, wie du aber möchtest. Aber echt. Ist das okay für dich? Neu? Also wenn das wirklich jetzt schon Endqualität ist, dann bin ich sehr, sehr enttäuscht. Sehr. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Ein Zeus. Wunderschönen guten Abend. Lebst du auch noch? Ja, ich finde das echt krass. Wie gesagt, das ist ja nicht das Studio. Was war das? Accolade war das damals, ne? Die ersten Test Drives. Ich weiß nicht, war bei dem neuen Test Drive auch noch Accolade? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das Studio, wo das Spiel jetzt gemacht hat, ne, wo die Marke übernommen hat, ist ein ganz kleines Studio. Dafür ist es ja nicht schlecht. Aber es gibt einen Ruf zu verteidigen von dem Spiel und das haben sie halt. Wenn du nicht auch etwas sagst, dann wird das hier zu einer Rede. Und ich hasse es, Reden zu halten. Das haben sie halt völlig verbockt. Aber dann kannst du sagen, wir sind uns seit über 10 Jahren treu, was die Grafik angeht. Ja, genau.
Ja, genau. Oh, das ist echt der Hammer, ne? Zum Glück ist genau das mein Job. Was treiben die denn? So. Es hat zwar nichts daran geändert, aber es ist dieselbe. Ja, genau. Sie bleiben ihrer Linie treu. So, was für ein Kaffee? Oh ja. Danke, Trinkwärter. Schön aus der Tasse. Habt ihr euch mal den neuen Shop angeguckt? Also ich habe, wie gesagt, nur, ich glaube, 4 Produkte oder so. Habe ich drin, unter anderem eine schwarze Tasse. Aber die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt, ne? Was es da alles gibt. Da kann man sogar Plüschtiere herstellen lassen. Oh, wie cool. Ach. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ich glaube, Sonntag gibt es wirklich mal wieder Fortnite. Also ich habe den kleinen, ne? Aber ja, nachmittags, abends sollten wir wirklich mal wieder Fortnite zocken. Cottbus hat heute auch schon gefragt, wann mal wieder Fortnite ist. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber Sonntag können wir ja mal festhalten. So, irgendein... Ah, war das der Terra Brew Classic? Ich glaube schon, ne? Den Kaffee, wo wir da holen sollen. Nee, nicht so viel. Einer. Stetigen. Geil, Alter. Für nicht mal einen Euro mehr bekomme ich die 15 OZ statt... OZ statt 11 OZ Tasse. Ja, geil, oder? Und als Abonnent 10% Rabatt. Also da lohnt es sich dann tatsächlich auch ein bisschen mehr zu kaufen, wenn man das möchte. Weil dann sind die 10% natürlich etwas mehr, ne? Aber schon cool. Ja, das T-Shirt, was ich da gemacht habe, dieses Basic, das finde ich ja schon ziemlich cool. Ich bin auch am Überlegen, auf dem Rücken, ne, auf der Schulterpartie, www.demischel.de und unten drunter vielleicht, also in meinem typischen Orange, und unten drunter vielleicht in fett weiß Follow Me. Mal gucken. Werden meine verschenkten Abos auch angerechnet? Ja, bei dir nicht leider, nur bei den Abonnenten dann halt. Leider nur da. Ja, und die Lieferzeit ist voll geil. Bei dem alten Shop, da habe ich ja, ich weiß nicht, 5 Wochen oder 6 Wochen habe ich gewartet, ne, dass das Zeug kam. Und die geben jetzt an 5 bis 10 Tage hierher, ne? Also ich habe meine Adresse hier angegeben. 5 bis 10 Tage. Gut, da ist unten noch ein Sternchen. Nach Produktion 5 bis 10 Tage. Weiß man jetzt auch nicht, wie lange es insgesamt dauert, aber das sollte man mal probieren, ne? Sollte man mal was bestellen. Ja, aber geil, ne? 15 Orts, das ist riesig. Also ich habe es jetzt hier noch nicht umgerechnet, aber ich habe unten habe ich einen Shaker. 12 Orts sind 350 Milliliter. Also wird das ungefähr ein halber Liter sein. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Ja, und dann gibt es dann auch Klamotten für Kinder und Flipflops und Sneakers. Also alles mit, kann ich überall Zeug drauf machen, ne? Logos, Schriften, bla bla bla. Rucksäcke, Handtaschen für die Frauen, Leggings, Bademoden, einfach alles. 233 Produkte. Schuhe bis 50 bitte. Ja, da müsste ich mal gucken. Das sind amerikanische Größen. Ich habe mir von dem T-Shirt, habe ich mir die Liste ausgedruckt, ne, wo du dann messen kannst, damit du unten siehst, welche Größe das ist. Aber das geht von S bis 4XL. Das T-Shirt, was ich im alten Shop bestellt habe, war 3XL. Und es war ziemlich passgenau, muss ich gestehen. Für mich. Morgen gibt's wieder Bier.
Gehst du irgendwo Party machen? Oder einfach nur abhängen irgendwo? Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe die alte Varun-Botschaft abreißen zu lassen. Da muss ich mal nächste Woche mal hinsetzen und muss mal ein paar mehr Produkte kreieren. Würdest du da etwa einziehen wollen? Das ist so viel Zeugs. Außerdem kommt Haus Varun nicht wieder zurück. Also morgens und nach der Schule im Zug. Also auch, dass seine Mutter das nicht wieder mitkriegt. Wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Ich hoffe ja für dich, dass sie hier kein Zuschauer ist und es mitliest. Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe, die alte Varun-Botschaft abreißen zu lassen. Anfangs fand ich es ein bisschen extrem, aber im Grunde genommen... Ah, okay. Würdest du da etwa einziehen wollen? Ey, mit meiner Schuhgröße hätte ich auf der Titanic noch zwei Leute mehr retten können. Ja, definitiv. Zumindest nicht auf die nette und diplomatische Art. Oder Kinder beerdigen. Wir wissen alle, wie das gelaufen ist. So. Du bist jederzeit wieder willkommen. Ziel erfüllt? Nee. Ja, bleib da. Mädchen. Hallo, Neue. Was soll ich denn mit dir? Hoffentlich geht es dir gut. Bequatschen. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Wir gehen zuerst immer von Rettung aus. Ja, genau. Genau. Ansonsten, ne? Wenn sie schon mal drin sitzen. So, ja, trinken wir mal ein. Dafür bin ich hier. Was darf's denn sein? Achso, ja, das haben wir ja schon. So. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich hab was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berührt. Das Test Drive Unlimited Video, ne? Das ist heute veröffentlicht worden, 17 Uhr. Da habe ich mal ein KI-generiertes Thumbnail ausprobiert. Ich war mega überrascht. Sagt mir mal, ob euch das so gefällt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich finde das schon mal ganz cool. Ich habe ja nicht so die Zeit, da jetzt noch Thumbnails zu basteln wie früher. Aber guckt euch das gerne mal an, sagt mir mal einfach mal kurz Bescheid, ob ich das so in der Art weitermachen soll. Das habe ich mit dem Handy gemacht, ne? Mit so einer KI. Tja, ich habe es nicht eilig. Dann warte ich wohl. Das könnte ich sicherlich ab und zu mal hinkriegen. So, ich werde mal los. Jetzt geht's in Traumreich. Oh, alles klar. Dann hau rein, Zeus, und viel Spaß morgen, ne? Pass auf, dass die Glasflaschen im Rucksack nicht kaputt gehen. Tja, zurzeit ist das, was nicht drin ist, das Problem. Ich habe nicht alles, was ich für das Rezept brauche. Ich hatte eine einen Mission. Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Apfel. Der Typ wurde Saft offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Genau. Das macht mich fertig. Da kriege ich Plack. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, als bräuchtest du Hilfe. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden... Oh ja, sorry. Ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und den Colonies geltenden Gesetze verstößt. Gut, alles klar. Wir unterhalten uns nur unter Freunden. Arsch. Und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das habe ich heute Nacht. Ich bin aus der Beschlagnahmung zu holen. Und um 1.20 Uhr bin ich aufgewacht, war hellwach. Ich so, scheiße, Mann, ich muss arbeiten. Tja,
Jo, und dann bin ich auf Toilette, bin ich ins Wohnzimmer, hab was getrunken. Hellwach, ne? Dann habe ich bis um 2.30 Uhr okay. im Wohnzimmer gesessen. Und dann habe ich eben mit dem Handy das Thumbnail da gemacht. Doch, boah, ganz cool. Ich meinte das Spiel. Das Thumbnail ist soweit ja erstmal in Ordnung. Ja, süße, okay. Dann sind wir einer Meinung. Ja, das Spiel, das war übel, ey. Mein Gott, mein Gott. Aber geil bei dem Thumbnail, ne? Wie gesagt, ich habe das mit einer Handy-App gemacht, ne? Wo eine KI-Unterstützung da ist. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht aus dem Spiel, wo dann das Auto und die Lady da auf der Straße stehen. Und dann war da der Menüpunkt Hintergrund entfernen. Und ohne, dass ich irgendwas vorkonfiguriert habe. So oder spannend das auch ist, werde ich mich irgendwann um andere Kundschaft kümmern müssen. Ohne, dass ich irgendwas eingestellt habe, habe ich drauf gedrückt. Zack, Auto und Frau. Ich so, cool. Dann habe ich das da hingemacht, den Schriftzug, bla bla bla. Unten noch das Logo von dem Spiel. Also es war simpel. 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Was? Nein. Ich fühle mich sowieso schon nicht gut dabei. Also mach jetzt nicht auch noch solche Witze. Das war kein Witz. Ernsthaft? Ich töte jeden. Kannst du mir helfen oder nicht? Ja, sicher. Ich bin für dich da. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Angst, mir fällt schon was ein. Keine Geiseln, so ein Mist. Oh, geil, Erdbeeren. Oh. Ich habe mir gestern beim Einkaufen Nektarinen mitgenommen. Super. Gestern zwei gegessen, heute auf der Arbeit zwei gegessen. Fein. Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen. Erdbeeren nicht sind cool. Was ich in der Ausbildung gern gemacht habe. Wenn du eine hättest, würde es Sahne, woher oder dann warum ein bisschen Pfeffer und dann die Erdbeeren klein schneiden, es also ist besser, wenn in ich es nicht weiß. Vierteln, sage ich mal, und dann da rein. Reinbringen. Alles traumhaft, gerade im Sommer, das ist so geil. Ich weiß, Pfeffer klingt komisch, aber es ist deliziös, fantastisch. Erdbeeren habt ihr im Garten, ja sau gut. Ja, ich habe dieses Jahr gar nichts angepflanzt. Ich hatte ja, letztes Jahr habe ich auch nichts angepflanzt, vorletztes Jahr hatte ich Tomaten, Peperoni, also vier verschiedene Sorten Tomaten, Peperonis, Chilis, noch irgendwas. Voll geil, da habe ich 68 Tomaten rausgekriegt. War echt cool. Jedes Jahr immer so 9 bis 15 Kilo. Oh, Hammer, Alter. Hammer. Wenn du nicht auch... Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. So. Wir sehen uns. Okay. Wir sehen uns. Na ihr. Was guckst du? Hä? Was los, Bürgerin? Moin. Hallo. Was? Du? Hat er schon die Schnellreise gemacht, okay. Wie, oder auch nicht? Doch. Bin da. Can anybody hear me? So. Was wollte ich da jetzt für einen Teil machen? Och, das ist doch scheiße. Na komm, wir machen erstmal.
Syrien-Scanner. Ah, okay. Gut. Gut. Ja, aber trotzdem, das ist doch kacke. Das ist jetzt so lange nicht mehr abgestürzt, ne? Und heute stürzt es wieder ab. Unbegreiflich. Am Montag? Ja, Montag. 2 Stunden hier gezockt. Ohne Probleme. Naja, ich habe die Grafik mal runtergeschraubt. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. So. Sprich mit Kelten. Frosh. Frosh. Bin ich da gerade? Da muss ich hin. Ja, da bin ich ja. Kommt, geh doch einfach wieder zurück. So. Kelten. Wer bist du? Hui, hui. So, Dali. Habe ich mit dem nicht schon gesprochen? Ah, was für eine angenehme Überraschung. Hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Mhm. Ich hatte gute Gründe, verzweifelt zu sein. Du hattest mir schon beim Nachweis geholfen, dass etwas bisher Unbekanntes mit dem Baum vor sich geht. Jetzt wissen meine Vorgesetzten davon. Es gibt wachsende Bedenken. Heute sind bei Netflix 2 neue Sniper-Teile rausgekommen. Bedenken, bei Netflix? Dass es schlimmer wird. Unsere gesammelten Daten deuten auf einen definitiven Trend. Wie geht das denn? Die Vibrationen aus diesem Baum nehmen an Stärke und Frequenz zu. Weil wir so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen haben. Also meinst du Sniper Elite oder was? Wir wissen nicht wann oder ob es oder Sniper Ghost Warrior, also so Spiele. Für Menschen ist es derzeit nicht wahrnehmbar, aber mit der Zeit. Wow, ich möchte zwar nicht über die Möglichkeiten spekulieren, aber gut ist keine davon. Filme? Du meinst, was war das? Mark Wahlberg? Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ja, und nicht nur für Menschen. Sämtliches organisches Leben wäre betroffen. Niederfrequente Vibrationen sind bei dieser Spezies nicht ungewöhnlich. Die Vibrationen Shooter, okay. im Baum zu verteilen. Ach so, Sniper. Wenn sich Frequenz und Stärke der Vibrationen noch weiter erhöhen, wie heißt der Schauspieler? Schädliche und möglicherweise von Hangover, der, ne? Nebenwirkungen haben. Wir müssen unbedingt korrigierende Maßnahmen ergreifen. Ist das nicht der? Es gibt mit Vollbart, Cappy, wo er dann zurückkommt und hat die PTBS. Sagen wir mal, persönliche Probleme an sie zu kommen. Ich gucke schon so ewig keine Filme mehr, ne? Ich habe da einfach nicht die Zeit und die Geduld. 93? Ehrlich? Da hätte ich noch Zeit gehabt. Na, was heißt 93? 6. Klasse war das bei mir. Ja, da habe ich eigentlich sehr viel Filme geguckt, tatsächlich. Was? Nein, das ist absurd. Ich bin ein Profi. Einer der anderen Forscher beim MEST, Emilio Hadek, hat Daten, die für meine Arbeit hier enorm wichtig sein könnten. Wir sind nicht einer Meinung. Und bisher hat er sich geweigert, sie mir zu geben. 92. Ich hoffe, dass Hab er ich eher nichts geneigt mitgekriegt. Wäre, sie abzutreten, wenn jemand anders ihn fragt. Was sagst du dazu? Na, muss ich mal gucken. Ach, danke. Zuletzt war er auf einem Feldeinsatz irgendwo in der Nähe. Achso, aber ich merke schon hier, das sind immer wieder nur weitere Nebenmissionen. Wäre es am besten, meinen Namen nicht zu erwähnen. Ich glaube, wir machen mal... Machen mal eine richtige Mission. Bisschen rumballern. So. Ah ja, okay. Das sind dann die Dinger. Begib dich zum Altair-System. Mhm.
Ein Händler hat erwähnt, dass sich im Altair-System viele Space herumtreiben. Er hat außerdem einen dringenden Notruf empfangen. Ich sollte in das System fliegen und mehr herausfinden. Klingt nach rumballern, oder? Was haben wir hier? Ich habe Kelton Frush versprochen, mit seinem Kollegen Emilio zu sprechen, um an zusätzliche Daten zu den Bäumen in New Atlantis zu gelangen. Ja, das... Oder? Hauptdarsteller von den ersten Teilen war Tom Berenger und von den neueren Teilen Chad Michael Collins. Oh, ich habe da gerade so eine Vision. Spielt das in so einem Tal, wo dann ein Haus ist, wo sich jemand drin versteckt? Und der Sniper hockt da in Wald und Feld und wartet nur auf seine Gelegenheit. Kann das sein? Ist das der ganze Film? Nur in diesem Tal? Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Könnte aber auch was ganz anderes sein. Nissa Marcano hat mich gebeten, hier eine bestimmte Fracht von außerhalb des Planeten zu beschaffen. Die Fracht befindet sich in einem sicheren Lager im Raumhafen. Achso, das ist das von der Lady. Dann machen wir doch das. So, zeig auf Karte. Oh, ist ja hier. Auf dem Planeten. Dann ist ja alles gut. So. Gehüpf. Gehüpf. Ja, da muss ich jetzt dann dauernd wieder zur OBS gucken, dass es auch nicht abgestürzt ist. So, moin. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Ich bin kein Zivilist, Mann. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Es gibt Szenen mit einem Tal, aber das in mehreren Teilen. Okay, dann ist das wohl nicht das, was ich meine. Da spielt sich der ganze Film nur da ab. Also das müssen Produktionskosten gewesen sein von $20.000 oder so. Den, wo ich meine. Ich weiß aber nicht mehr, welche Schauspieler das waren. Kann ich da nicht einfach reinlassen? Okay. Wir machen mal automatisch überzeugen. Nein, es geht nicht. Warum nicht? Verdammt. Okay. Was sollen wir nehmen? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ich weiß, dass du die Leute draußen halten sollst. Ich bewundere Leute, die Regeln respektieren. Ich frage dich nur aus reiner Nettigkeit. Ich komme da rein. Auf welche Art auch immer. Also er hat gerade schon so ein bisschen einen schüchternen Eindruck gemacht und er würde mich ja gern reinlassen. Machen wir erstmal das. Schön, dass du meine Situation verstehst. Jetzt sagst du nein, aber wenn ich dich genug nerve, sagst du irgendwann ja, richtig? Zu simpel. Schön, dass du dich langsam bemühst, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen. Ich weiß, dass du die Leute draußen halten sollst. Ich bewundere Leute, die Regeln respektieren. Ha! Oh, eine Option ist weggefallen. Nur mal das. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Boah, das könnte mich den Job kosten. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun, verstanden? Danke, also, Emilio. Ne, Emin. Na gut, mach bitte schnell, ja? Ja, ich beeil mich. Nehmen. Dietrich nehmen wir natürlich auch. Tadam. Danke, Emin. Oh, ich dachte eben, wer ist das denn? Pass auf die Antriebe auf, okay? Die können dich übel umpusten. Okay. So, gehen wir mal zurück ins Café. Wie hüpft? Ey. Kein Schabernack treiben mit meinem Vehikel. Was ist das für ein Wetter hier?
aufpassen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Weil die Backen. Das sind wir doch. Ja, was? Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Hallo, Neuer. So, schön, kriegen wir was. Auch ohne Aufforderung. Kann ich dir was bringen? Prost. Schöne Tasse. Geht das auch so? Jetzt ja. Ehrlich? Du hast sie? Ja, sicher. Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay. Ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht. Richtig? Doch. Keine Sorge, niemand musste dafür sterben. Jemand schuldete mir einige Fallen. Falls die UC Security kommt, kennen wir uns nicht. Okay. Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, cool. Wir sehen uns. Wir sind ja nicht blind. Ja? Was für ein Ziel hat er da jetzt ausgewählt? Keins von hier. So, sprich mit Commander Duala darüber, den Vanguard beizutreten. Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Hab ich immer noch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich da dran komme. Sprich mit Sergeant Yumi. Wohndistrikt? Das ist nix. Sprich mit Emilio Hardeck. Ja, haben wir alles. Was hat er denn jetzt hier ausgewählt? Was für eine Mission. Wo will er mich denn hinführen? Hä? Achso, hier, Feuerprobe. Ich soll mich für Sarah zum Auge begeben. Einer im Orbit um Jameson befindlichen Sternenstation der Constellation. Ich muss mich mit Wladimir Sall treffen, um mehr über das Finden von Artefakten in den Randgebieten des Alls zu erfahren. Aha. Sam Cohn und seine Tochter Cora werden mich nach Aquila City begleiten. Bis wir dort ankommen, sind sie passiert. Ah, ja, stimmt. Die sind auf dem Schiff. Ja, komm. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptmission. In der Hoffnung, dass die Nebenmissionen dann einfach weitergehen. Also, dass man die dann noch machen kann. Hui. Nehmen wir erstmal die Story und dann die Nebenmission. Es sei denn, es ergibt sich irgendwas. Hey, willst du das haben? Was? So, wie komme ich denn an das Inventar des Schiffs? Hast du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cora? Ja, ich höre. Ich will für den Captain. Hier? Nee, das ist ja alles nur meins. Au, Frachtraum stand da. Cool. Okay. Ja, Beryllium, Dichtmittel, Eisen, Faser, isotopisches Kupfer, Nickel,
Schiffsteile, okay. Schmierstoff, Wolfram. Ja, und jetzt? Habe ich reingeguckt. Genauso eine gute Co-Pilotin. Muss toll sein, dich sehen zu können. Okay. Hauen wir ab. Was hältst du von einem neuen Outfit für unsere nächsten Landung? Wieso? Ich mag meine Sachen. Aber vielleicht ein neues Buch? Speech. Und weg sind wir. Ich und die. Jetzt geht die Zeit wieder los mit den kleinen Mücken. Hei, hei, hei.